Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier in den Slums von Sektor 7 ein bisschen umgeschaut, um unser Geld hier zu zechen, was wir noch bezahlt kriegen sollten eigentlich. Aber ja, jetzt müssen wir uns mehr oder weniger selber darum kümmern. Und ja, Tifa zeigt uns hier so ein bisschen herum in den Slums und ja, gucken wir mal, was geht. Okay, ich soll nicht mit dir. Okay, ich soll hier reingehen. Alles klar. Heute seid ihr zwei also mit Dienst dran? Oh. Sag mal, Cloud, willst du uns etwa unter die Arme greifen? Hängt davon ab. Was macht ihr bei der Bürgerwehr? Ziemlich viel. Also, wir säubern die Slums zum Beispiel von Ungeziefer und bringen den Leuten zu kämpfen bei. Meistens sowas. Denn am besten schützt man sich selbst. Eine der wichtigsten Regeln in den Slums. Cloud muss hier noch ein bisschen bekannter werden. Ein guter Ruf ist gut fürs Geschäft. Die Bürgerwehr wäre da genau das Richtige, dachte ich mir. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Gibt nämlich was. Das ist uns nur mal zu groß. Zahlen können wir nicht, aber wir zeigen uns anders erkenntlich. Lass mal sehen. Zum Beispiel dein Schwert. Nicht modifiziert? Stimmt. Hab ich nicht nötig. Wieso? Hast du was gegen Mods? Die würden dir das Leben erheblich erleichtern. Ich erklär's dir mal. Kann ja nicht schaden. Meine zwei Materien drin. Neue Funktion, Waffenmodifikation. Du kannst jetzt eine Waffe modifizieren. Wenn die Kostüm für deine Waffe freizuschalten. Zeig mal. Waffen werden über das Menü. Zuerst muss der Charakter werden. Beschwerden möchtest du Panzerschwert. Oh. Ah, guck mal. Mein Gott, das sieht aus wie dieses, wie heißt das nochmal von Tales of Exilia? Dieses Netz hier. Messe deine Waffe mit Modifikation. Das ist cool. Also kann ich jetzt hier auswählen. Vorläche WP 4, 4, 4, alles 4. Okay, das ist cool. Das ist was sie schon oft gemacht haben im Final Fantasy. So ein Sphero-Brett-Imitat, mehr oder weniger. Was will ich denn? TP-Maximum 100. Aber das ist dann auch nur, wenn ich die Waffe ausgerüstet habe, ne? Physische Attacke, ich will das ja. Schwertwirbel, ja, ne, Offensivhaltung. Ich gehe mal so ein bisschen auf die Offensive, physische Attacke. So, freigeschaltet. Und TP, ja. Machen wir mal, ne? Aber nur auch, wenn ich das Ding ausgerüstet habe. Das ist cool, das heißt. Oh, ich kann aber nur die vier Sachen. Kommt bestimmt noch einige Sachen dazu, ne? Keine Ahnung. Das ist cool, das ist genau wie in Kingdom Hearts. Da hat man irgendwie so einen Grund, hier die alten Waffen noch mal zu benutzen. Wenn die verschiedene Sachen haben. Ne, mach ich schon. Oder schalten neue Materia-Slots frei. Auch seine Wenn maximale WP Waffenpunkt eines Charakters bei einem Waffenanstieg steigen, steigt auch seine Waffenstufe. Nur wie man die jetzt bekommt, habe ich jetzt noch nicht so verstanden. Tue ich die jetzt sammeln mit, wenn ich mit dieser Waffe hier kämpfe, oder bekomme ich die nach dem Kampf? Gelten die dann auch für alle anderen Waffen? Also, das würde ich noch gern wissen. Da werde ich schon noch herausfinden. Übung macht den Meister. Also einfach mal ausprobieren. Okay. Wir werden auch noch Werbung für dich machen. Das sind wir dir schuldig. Dank Wedges Plappermaul bist du im Nu in aller Munde. Für meinen guten Alle werden mich dann hassen. Gerne noch eine extra Runde. Ehrensache. Und wo finden wir besagtes Ungeziefer? Auf den Rostpfaden. Viel Glück. Ich komme mit dir mit, Cloud. Das schaffe ich auch allein. Aber zu zweit geht's schneller. Okay. Dann einfach mir nach. So gut wie ich kennt niemand die Slums. Gruppe beigetreten. Tifa Lockhart.
Alles klar. Dann. Was wir hier machen, tun wir mit vollem Herzen. Die Slums sind schließlich unser Zuhause. Ich will. Ich werde den Leuten von dir berichten. Verlass dich auf mich. Die kommen gleich alle mit Fackeln und Heugabeln auf mich zu, ey. So, dann zeig mal. Ganz wichtig, was hast du denn du? Du hast sogar irgendwas. Da hatte ich noch so einen. Nee. C, A, C, T. Aber das ist cool. Wenn mit Anfangsbuchstaben. Da dürfte sogar hinkommen, ja. Jeder hat einen anderen. So, Hakentritt. Luft und für deinen heftigen Tritt aus. Ach, das ist die Materie, ne? Chakra. Also fehlt oh, das ist cool, das ist so eine klassische Mönchfähigkeit irgendwie. Okay, das ist aber eine, das ist was das funktioniert gar nicht mit ihr, oder? Ausweich Rundumschlag. Nimm du Frost. Ich würde am liebsten Cloud Blitz geben. Barrett am, weiß nicht, Frost und tiefer Feuer. So, wie ist das hier? Ach hier, das gibt's ja auch noch. So, also mit Schnellkommandos. Warte mal, das kann ich doch mal hier so machen. Dann mache ich das genau wie in Kingdom Hearts. Ja, L1 und X, genau wie in Kingdom Hearts. Ja, ne? Warte mal hier. Sie kann Dingens nehmen. Wo ist es? Hier Heiltrank, hier kommt dann eine Chakra-Fähigkeit hin, ne? Entfesselung, was ist das? Den Angriff und die Spezialfähigkeit. Und Salto. Okay, cool. Ich würde am liebsten ja mal sie im nächsten Kampf steuern. Und wie sie zu steuern ist. Westlich von hier, hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor, man kann nie wissen. Ich kann aber nicht den Charakter außerhalb des Kampfes wechseln, oder? Das habe ich schon ein paar Mal versucht, irgendwie. So, oh Gott, das sieht da riesig aus. Muss ich da überall jetzt durchlaufen? Na gut. Ach, wart. Willkommen auf den Rostpfad. Das reinste Paradies für lästiges Ungeziefer. Ja, das fühlt sich hier genauso wohl wie der Müll. So, da oben müssen wir hin. Da ist eine Sackgasse. Lass da erstmal hingehen. Wenn wir das können. Blöd. Da ist der richtige Weg, ne? Ja, komm. Oh, was ist das denn? Grüne Materie. Frost. Ich wusste es. Ich habe mir gerade Frost gekauft, ey. Ich habe sowas von los. Wenn ihr für Angriffe, die nicht geblockt werden können und ihre Ziele bewegungsunfähig machen. Wenn du mobilisiert wirst, solltest du einen anderen Mitglied der Gruppe wechseln und weiterhin angreifen möchtest. Nicht übertreiben. So. Tifa ist eine furiose Nahkämpferin. Durch die schnelle Verkettung von Schlägen und Tritten setzt die Gegner unter Druck. Drücken von Firk einen Angriff aus, um einen mächtigen Angriff auszulösen. Okay. Ich kann Entfesselung und ihre Spezialfertigkeit auf maximal 3 Stufen zu verstärken, um noch mehr Angriffe in Folge ausführen zu können. Okay, cool. Ah! Hey, hey! Alter, gibt's nicht. Ich kam gar nicht dazu, irgendwie hier zu üben. Ja. Das war doch gar nichts. Ja, Boxen sind unsere schlimmsten Erzfeinde. So, da müssen wir hin, ne? Das heißt, wir gehen erstmal überall anders hin, ne? So, diesmal aber jetzt komm. Da.
Mit Dreieck führt Tifa einen mächtigen Angriff aus. Normalerweise ist das ein Schmetterl. Was? Dieser Angriff kann jedoch durch Tifas Fertigkeit Entfestung zu Sprengfaust oder Schlagsturm verstärkt werden. Ah. Es sind die Entfestung der Spezialfertigkeit um 1. Im Fest erhöht Tifas Spezialfertigkeit Schaden bei Gegner im Schockzustand. No, Shoryuken. Shoryuken. Na, ich wechsle aber mal zurück zu Cloud am Ende. Okay. Das ist gut, dass im längeren Kämpfen gut. Dann kann sie immer, je länger man auflädt, irgendwie einen stärkeren Angriff einsetzen, ne? Alles klar, ja, kann man machen, ne? Okay, ich wollte schon sagen, Cloud hat mehr HP als Tifa. Shoryuken. So, wie war noch mal? Boom. Ja, ATB. Okay. An deiner Seite verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Ich glaube, hier bei den Gegnern kann man jetzt nicht so üben, weil sie so schnell tot sind. Am besten schützt man sich selbst. Ich habe nicht ohne Grund 5 Jahre hier überlebt. Und jetzt mein Quiz. Welches Lammregelnummer ist das? Muss ich das lernen? Wenn du hier leben willst, kann es jedenfalls nicht schaden. Aber weiter im Text. Oh, ich will ausweichen. Ging. Okay, die Gegner sind noch relativ easy hier gerade. So langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Ne. Sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm, lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen. Okay, haben wir ihn ja alles erkundet? Ja, haben wir sogar. Cool. Ich meine, da... Hier sind wir noch nicht so lang gegangen, glaube ich, ne? Ja, ist aber auch nichts. Okay. Blöp. Dann gehen wir mal zurück. Ja, ich brauche mal irgendwie härtere Gegner, bei denen ich irgendwie so ein bisschen rumexperimentieren kann. Oder mehr Gegner. Also 2 Gegner... Da kann ich irgendwie nicht wirklich testen, mit Tifa zu kämpfen. Ja, der alles kann er. Na gut, Dankeschön. Dankeschön. So, warte mal. Ich hätte, glaube ich, die Leiter da benutzen können, aber nee. Ich sage erst meinen Kollegen da hier so Bescheid, der mich nicht leiden kann im Waffenshop. Wow, schon zurück? Ja klar, was denkst du? Die Gefahr ist erstmal gebannt. Boah, seid ihr schnell! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen. Ist ja interessant. Fragt sich, was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter gute Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Hast du die Mods? Ja, da ist dieser Pisser mit dem Riesenschwert. Ja. Ein tolles Schwert. Habt bestimmt viel erlebt zusammen. Ja. Ziemlich viel. Alles okay? Geht schon. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nichts Besonderes. Ich wüsste es trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komme auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. Oh Mann! Wie blind kann man eigentlich sein? Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen. Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nicht nötig. Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Ja, nachdem hat mein Kollege erzählt haben. Was, du hättest gern Kätzchen aus Bäumen? Ja, willkommen.
Was geht? Hey Junge, man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust und für Aufträge zu haben bist. Dein Können hat sich wohl herumgesprochen. Komm auf den Punkt. Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben? Als Entschuldigung. Wenn jemand wie du eines unserer Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Na gut. Kann ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Ich schau mal. Na gut. Ja, so was. Du hast nicht genug. Ja, ich habe ja, einen verkackten Frost gekauft und habe jetzt kein Geld dafür. Das ist noch eine Stufe höher als was ich jetzt habe, ne? Hey, Moment mal, das ist ja schwächer. Ja, okay, das hat mehr Dinger, mehr Slots für Materie, aber nee, das ist jetzt nicht so ein. Ein Schinder ausgetragen. Vitalität erhöht sich, Stärke erhöht sich. Sehe ich auch irgendwo, wer das schon ausgerüstet hat. Verlassenes Bewusstsein zurückbringen kann. Den Kampf einmal automatisch wieder. Das ist das Wahr, zerbricht dabei. Ah, das ist wie so eine Puppe aus Tales, aus den Tales aufspielen. Willenskraft erhöht sich. Magiewert erhöht sich. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal gar nichts, ne? Also nicht. Eigentlich nichts davon so wirklich. Im Moment sind die Gegner noch kein Problem. Wenn er wohl irgendwie Chance haben, irgendwie umzurennen, oder? Was eine neue Waffe halten? Du kannst damit auch die dazugehörigen Waffenfähigkeiten erlernen. Erreicht die Geschicklichkeit einer Waffenfähigkeit das den Maximalwert, kann sie auch dann verwendet werden, wenn eine andere Waffe ausgerüstet wird. Das ist cool. Die Waffenfähigkeit des Punchwert hat von Anfang an den maximalen Geschicklichkeitswert. Jetzt bist du perfekt ausgerüstet für weitere Aufträge. Meisterschwert, so ist das. Früher, ne? Im Original. Wer ist das? Er verteilt die Aufträge, die bei der Bürgerwehr eingehen. Genau die richtige Anlaufstelle für einen alles. Also, okay, wir werden noch eine lange Zeit hier bleiben. Um diese Zeit sollte er in der Wachstube sein. Tun ja irgendwie, weil nicht mehr so Nebenquests und so irgendwie so schmackhaft machen, habe ich so ein Gefühl. Schwert. Ja, da sehe ich auch Impuls sieht mit einem Haken. Also nicht mal, das habe ich irgendwie gemeistert oder so, ne? So, und das Ding hat schon wieder zwei Waffenpunkte und das hier hat drei. Der Fang auf Gegner in der Umgebung wird stärker, je mehr Gegner getroffen werden. Geschicklichkeit. Ja. Wäre meine nächste Frage gewesen. So, Glut heilen und tu mal das hier mal rein. Das muss ich ja auch mal leveln, so. Ich hätte vielleicht doch einen so ein Ding kaufen sollen, aber was soll's. Na gut, aber jetzt sehen wir auch das Teil. Man sieht die Materie da drin. Viel kleiner, als ich mir vorgestellt habe. Bist du der Kerl, der diesen Laden für alles eröffnet hat? Hat. Die Monatszahlen der erlegten Bestien sind draußen. Suche nach Kandidaten. Oh, hallo Tifa. Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Voila, Cloud der Alleskönner. Oh, das freut mich sehr. Je mehr, desto besser. Arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Ja, natürlich. Die Zahlung stimmt. Übernehme ich auch gefährlichere Jobs. Du scheinst ja sehr von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich. Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Alles klar. Man soll sofort das Cent als Alleskönner unter Beweis stellen und Aufträge annehmen. Also momentan verfügbare Aufträge einsehen. Viel davon ab, um deinen Ruf als Alleskönner zu verbessern. Kandidat ermittelt. Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Ich wusste, der Typ ist nur wichtig. Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt. Äußerst vielversprechend.
Mein Name ist gepunktete Unterhose. Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Shinra-Konzerns. Würdest du mich bei meinem Projekt unterstützen? Du bekommst auch eine Anzahlung. Ich bitte was, dich, Geld? Analysematerie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Ah, so kann ich Gegner analysieren. Kann ich nämlich neue Materie entwickeln. Mit Shinra kooperiere ich nicht. Keine Angst. Insgeheim arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber. Gerade du solltest es doch wissen. In neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Wenn ich dich hintergehen sollte, kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen. Oh, geil. Das werde ich auch wirklich tun. Sehr gut. Bis dahin haben wir also eine Abmachung. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. Ich habe schon gefragt, weil ich habe da so eine Gegnerdatenbank, aber ich habe da irgendwie gar keine Informationen drin. Also muss ich Analyse auf die einsetzen, ne? Alles klar. Kampfberichtsscanner. Okay, zwei Gegnerarten. Okay. Erst einmal muss ich dann ausrüsten. Nein. So. Okay. Ja, was nehme ich denn raus, ne? Ein Offensivzauber, einer zum Heilen und so ein Dingen. Weiß ich nicht. Analyse. Okay. Setze bitte die Analyse-Materia ein und sammle damit Daten für die Kampfberichte. So, sind die Gegner jetzt da wieder gespawnt oder was? Details klärst du am besten mit den Klienten. Also muss ich jetzt doch hier Nebenquests hier, wie blöde, erstellen, ne? Rattenplage. Okay, weiß ich nicht. Also wir haben da ein bisschen hier rausgestretched hier, dieses Gebiet. Normalerweise wäre es jetzt hier schon längst raus, glaube ich. Ne? Dann siehst du halt nie wieder. Ich mich nicht irre. Da müssen sie noch ein bisschen mehr ausholen. Ne? Ah, der Typ. Oh, hallo Tifa. Dein Freund verdient und Gesellschaft. Ja. Dann kannst du vielleicht auf Aasrattenjagd für mich gehen. Die Viecher schließen sich Wehrratten an und fressen uns alle Vorräte. Mein Lagerhaus wurde auch befallen. Hab nen Ruf zu verlieren. Sag mal, hast du da eben gelacht? Ja. Hast die Mundwinkel so verzogen? Na egal, Hauptsache du erledigst... Ich lache nicht. Also, diese Aasratten verkriechen sich in den Vororten der Stadt. Angeblich kommen sie angelaufen, wenn sie die Schreie von Wehrratten hören. Selbst bei solchem Ungeziefer gibt's wohl so etwas wie Kameradschaft. Die Aasratten haben sich in entlegene Winkel des Slums verkrochen. Traust du dir das zu? So. Na gut. Hereinspaziert, hereinspaziert. Na gut, da fällt mir gerade ein. Dingens hier. Die beiden haben da jetzt ein bisschen Ursachen, ne? Oh, okay. Wenn man nicht sicher, ob das jetzt richtig war, was ich hier mache. So. Warte mal, ja. TP-Maximum, MP-Maximum. Physische Attacke. Kostet alles wieder 4. Das heißt, ich kann mir 2 holen. Physische Attacke, ja. Und gehen wir auch auf TP-Maximum. Und Cloud hat er jetzt ein neues Schwert. Können wir auch direkt hochleveln. Wir sind immer noch nicht sicher, wie wir Punkte dafür bekommen, aber werde ich schon irgendwann erfahren, nehme ich an. Ne? Das TP-Maximum. Physische Abwehr. Konterschein in Offensivhaltung plus 5%. Erstmal das hier. Und physische Abwehr. Das ist mehr so ein defensives Schwert oder was? So, ich das sehe, ist auch gar nicht auf die Werte geachtet, aber ich muss ja hier Sachen lernen mit dem Ding. Also ist echt kein Grund, warum ich nicht irgendwie das machen soll. So, jetzt müssen wir hier hin. Muss ich doch, der Ort war doch vorhin verdächtig. Ja, so, ich kann aber Analyse nicht einsetzen, ne?
So, ich muss halt hat Analyse. Ach, das ist eine Fähigkeit, stimmt. So, na, direkt weggedrückt. Ja, normales Kampfthema, merke ich gerade. Heilen wir uns mal hoch. So, so, wo sind die Viecher? Schnell zeigen sich die Biester wohl nicht. Und was nun? Warten wir? Ah, obwohl, lass uns erstmal zum Krämer zurück und Zwischenbericht erstatten. Ich wollte schon sagen, es sollen noch mehr Viecher kommen, ne? Ich nehme an, wir müssen noch mehr erledigen von denen, ne? Obwohl, da wird mir immer noch angezeigt, dass ich dahin muss. Okay, das ist auch irgendwie komisch. Außerhalb des Kampfes kann ich Vita einsetzen. Aber... Weiß ich nicht. Da brauche ich keinen ATB-Balken für. So, ist das hier richtig, wo ich hingehe? Weiß ich nicht. Hast du noch was? Wenn alles glatt läuft, werde ich mich sicher wieder mal an dich wenden. Nee. Von das Ding zeigt mir immer noch an, dass ich da was machen muss. Rattenplage. Die hat mir gesagt, ich soll zum Dings. Hat angekündigt, ihre Patrouillen zu verstärken. Spricht für Chatley, das kann ich auch noch nicht machen, ne? Setze bitte die Analysematerie ein und sammle. Ja, okay. Wissen wir. Verschwundene Freunde, nee. Die sagt mir immer noch, ich soll da hingehen. Tun wir ansonsten schon bald. Ach so. Man sollte hat geredet dann von, ja, vielleicht sollten wir den Dings wieder Bescheid geben. Jetzt stand da irgendwie was von, ja, die Leichen, sollten die irgendwie anlocken oder so. Keine Ahnung. Das Spiel trägt mich aus, ich mag es nicht. So. So, ich bin neu hier. Und nun? Ist das Ding nicht mehr hier, oder was? Ist das Ding wieder hier? Na, soll ich denn jetzt Bescheid geben, oder nicht? Und raus, Mann! Muss ich echt hier warten, oder was? Ich weiß es nicht. Tifa, mach mal was. Keine Ahnung. Tanz, weiß ich nicht. Irgendwas anderes. Na gut. Ich finde den Typen ja auch nicht wieder, aber ich meine Orientierung wieder so für einen Eimer ist hier. Was ist? Hast du es mit der Angst zu tun bekommen? Ich gebe dir gleich einen. Heiraten magst du erlebt haben, schön und gut. Mein Auftrag bezog sich allerdings auf deren Bodyguards. Tu mir also einen Gefallen und setz die Rattenjagd fort, ja? Die Viecher werden sicher bald aus ihren Löchern kriechen. Lauf nächstes Mal nicht wieder gleich davon, du alles Helle. Dann muss ich doch da warten. Ja. Herein spaziert, herein. Alter. Jetzt sind sie da. Also da schon wieder die Viecher. Ich bin bereit. Ja, das sind sie jetzt, ne? So, Bin mal so frei. Ah, das große Metall nach alleine ist bestimmt schon mehr, wird sie schockanfällig. Lass mal ein paar neue Angriffe einsetzen, wenn es geht. Und dann für uns. Ach, das ist wieder drei Angriff, genau. Oh, die halten doch ein bisschen mehr aus. Lass mal tiefer steuern. So, Entfesselung einmal. Das
So, dann noch mal Entfesselung. So, komm her. Ja, voll getroffen. Das gibt's jetzt nicht. Komm her. Okay, ich kann gedrückt halten, dann macht sie auch so einen Angriff. So, jetzt komm mal her. Das gibt's nicht. Cool. So, Hakentritt. Ah, ich habe die Reichweite noch nicht so draus. Außerdem gehe ich gleich drauf. Ich brauche ein bisschen Hilfe. Mein Gott. Ist geklaut hier voll auf die Fresse. So, Schock. Warum nehme ich den Schaden? Bin ich vergiftet? Oh, ich habe ein Dings. Nein, nicht mich. Gott verdammt. So. Salto, komm. Ja, diese Pose hatte sie auch auf dem Cover. Auf der Rückseite der Packung, meine ich. Ja, was passiert, wenn ich mit Cloud gedrückt halte? Ach ja, der macht ja diesen Rundumschlag, genau. Das ist dann ihre Rundumschlag-Attacke. Oder irgendwie sowas, ne? So, die sind geschockt, also gehe ich mal in diesen Supermodus und boom, seid ihr weg. Okay, das ist cool. Ich kann direkt zum Links zurückkehren. Alles klar. Meine, die Kämpfe sind gar nicht so einfach. So komplette Kontrolle im Kampf habe ich noch nicht so. Aber es macht Bock. Vielen Dank auch ihr beiden. Wegen all dem Stress mit den Viechern war es in meinem Laden wie ausgestorben. Wieso? Ich könnte Werbung damit machen, dass dies der Lieblingsladen des Aasrattentötenden Alleskönners ist. Was meint ihr? Klingt super, oder? Bist du dabei, Alleskönner? Da würden wir beide von profitieren. Ich werde dich Weimar und auch meinen Kunden empfehlen. Ich sag dir, danach wirst du dich vor Aufträgen kaum retten können. Wenn du meinst. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Der siebte Himmel, der Alleskönner und dann noch mein Laden. Wenn wir uns verbünden, wird das Geschäft nur so brummen. Okay, kaufen zwei. Einen neuen Gegenstand oder was? Supertrank. Wir sind reduziert. Materia. Behandeln. Das Antidot Medica, genau. Wenn das ausverkauft. Okay, mehr kann ich auch gar nicht kaufen. Oder nicht. Jetzt noch einmal, keine Ahnung. Gut, wir haben zwei Leute, ja, zwei Monster analysiert. Können wir auch den einen noch kurz Bescheid geben? Ja, für den Anfang nicht schlecht. Du darfst halt nicht wählerisch sein. Denk dran, Kontakte sind wichtiger als Geld, okay? Nein. Ja, ja, die Regeln des Slums. Sehr gut, du lernst schnell, wie es scheint. Hab halt eine gute Lehrerin. Und eine strenge, wenn es darauf ankommt. Also sieh dich vor. Wenn du meinst. Also, so langsam müsste Barrett eigentlich mit dem Geldsammeln fertig sein. Was meinst du? Sollen wir mal in der Bar nach ihm sehen? Oh, jetzt gehe ich erst. Jetzt bin ich im Nebenquest-Modus. Jetzt hast du es geschafft. Also, jetzt gehe ich erstmal hier. Wo ich sag den Typen, glaube ich, im nächsten Part Bescheid, wir können uns ja schon mal dahin pflanzen, ne? Vielleicht hier neben, oder wir sollen uns nicht heilen. Okay, wir sind wieder voll, alles klar.
Aber ich sagen, den Typen geben wir Bescheid im nächsten Part. Kampfbericht ist fertig. Und ja, dann mache ich hier meinen Schnitt. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.